In erster Linie durch die geplante CO2-Richtlinie. Die wird sich letztlich, wenn es so kommt und vor allem wenn es erst 2011 kommt, so auswirken, dass es für die oberösterreichischen Betriebe schwierig wird zu planen, und sie sind auch benachteiligt durch diese Richtlinie, und die Gefahr, dass dann solche Betriebe ins Ausland abwandern, die sehen wir ganz einfach. Wir wollen, dass einfach auch in dieser Richtlinie berücksichtigt wird, wenn Betriebe wie zum Beispiel bei uns die Voest schon auf einem sehr hohen Umweltstandard produziert. Man muss sich vorstellen, die Voest hat ihre CO2-Emissionen um 20% reduziert in den letzten Jahren und gehört zu oder ist der Standort in Europa, wo am umweltfreundlichsten produziert wird, dass das auch in irgendeiner Weise Niederschlag findet, ob das Freizertifikate oder sonstige Vorteile sind. Und vor allem, das darf nicht erst 2011 kommen, so wie jetzt angedacht, weil wie sollen denn die Betriebe dann planen? Das muss früher gehen, dass hier auch Klarheit herrscht für die Betriebe, die investieren. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, aber wir haben unter anderem gestern auch in einer Resolution oder in einem Antrag angeregt, es soll einen Qualifizierungsbonus geben für Frauen, die in Stiftungen zusätzliche Qualifikation erwerben. Das wäre eine von vielen Maßnahmen, und deswegen haben wir gestern auch diesbezüglich einen Antrag eingebracht. Naja, mir geht es ja darum, dass man dort, wo man selber die Möglichkeit hat, etwas dazu zu tun, um zum Beispiel Arbeitnehmer oder Familien zu entlasten, dass man auch diese Möglichkeiten nutzt. Man kann natürlich im Landtag verlangen, der Bund soll eine Steuerreform machen und das möglichst früher, aber wenn man dann selber dort, wo man selber die Gebühren zum Beispiel festsetzt, bei der Abfallbeseitigung, beim Kanal, beim Wasser und so weiter oder auch bei den eigenen Verkehrsbetrieben, so wie das in Linz der Fall ist, oder bei den Seniorenheimen. Wenn man da mit den Gebühren hinaufschnalzt, dann ist man halt unglaubwürdig, wenn man auf der anderen Seite verlangt, mit einer Steuerreform sollen die Leute entlastet werden. Um das ist es mir gegangen.